In Modul 5 des Öffentlichkeitsarbeitskurses gucken wir uns an, was ihr alles für Medien erstellen könnt. Denn im vorherigen Modul 4 haben wir uns ja angeguckt, was es alles für Kanäle gibt, zum Beispiel Website, Social Media, Flyer und Co. Und dafür müsst ihr natürlich Medien produzieren, denn nur mit Texten kommt ihr nicht weiter. Für den Wiedererkennungseffekt ist es super wichtig, dass euer Außenauftritt immer einheitlich gestaltet ist. Also egal, ob man einen Social Media Post von euch sieht oder einen Flyer oder ob man auf eure Webseite geht, man sollte immer erkennen, dass es sich um euch und eure Initiative handelt. Dabei könnt ihr ja mal an andere Organisationen denken. Welche Farbe zum Beispiel verbindet ihr mit Fridays for Future? Und welches Gestaltungselement mit Amnesty International? Damit diese Einheitlichkeit und dieser Wiedererkennungseffekt gewährleistet wird, egal wer von euch Medien erstellt, solltet ihr einige Dinge festlegen und euch dran halten. Dazu gehören die Farben, die ihr benutzt. Vielleicht habt ihr nur eine Hauptfarbe oder vielleicht habt ihr eine Farbpalette, die zum Einsatz kommt. Vielleicht habt ihr schon ein Logo oder werdet ein Logo erstellen. Und auch Schriftarten oder Fonts sind ein wichtiger Bestandteil für den Wiedererkennungseffekt. Plus so die Bildsprache. Die ist ein bisschen weniger klar zu definieren, aber da kommen wir gleich noch zu. Wichtig ist, dass ihr diese Sachen festlegt und festhaltet und quasi euch so ein kleines Regelwerk oder ein Brandboard anlegt. Und in diesem Brandboard sind dann eben die genauen Farben, die genauen Schriftarten festgehalten. Und im besten Fall habt ihr sogar Vorlagen. Also sowas wie, immer wenn wir einen Flyer gestalten, benutzen wir diese Font in dieser Farbe für die Überschrift. Auch die Bildsprache von Fotos und Grafiken spielt eine große Rolle, wenn es darum geht, dass ihr einen Wiedererkennungseffekt erzielen möchtet. Im besten Fall legt ihr euch auch da fest, wie sollen eure Fotos aussehen, wie möchtet ihr die herstellen und wie möchtet ihr die bearbeiten. Mein Tipp wäre da, dass ihr euch ein Fotoarchiv anlegt. Das heißt, ihr könnt vielleicht extra ein Fotoshooting machen oder ihr könnt eben sammeln, was für Fotos im Laufe eurer Engagementzeit entstanden sind, die ihr verwenden könnt für eure Öffentlichkeitsarbeit. Und aus diesem Archiv könnt ihr dann schöpfen, immer wenn ihr ein Foto braucht, für zum Beispiel einen neuen Flyer oder für eure Webseite. Das linke Foto, was ihr hier seht, ist zum Beispiel ein Ergebnis von einem Fotoshooting, das wir selber gemacht haben, weil wir eben Fotos wollten, die unsere Bildsprache tragen und die unsere Farben widerspiegeln. Und da haben wir quasi einmal einen Nachmittag lang ein Fotoshooting veranstaltet und haben ein riesiges Archiv, von dem wir sehr lange zehren können. Alternativ könnt ihr natürlich auch Fotos benutzen, die nicht von euch gemacht sind, vorausgesetzt, ihr habt die richtige Lizenz dazu. Es gibt verschiedene Websites, wo ihr euch kostenlose Fotos runterladen könnt, zum Beispiel Unsplash oder Pexels. Ist es eine Creative Commons Lizenz oder vielleicht sogar eine Creative Commons Zero Lizenz oder eine eigene Lizenz der Webseite? Manchmal findet man auf kostenlosen Seiten nicht das, was man genau braucht. In dem Fall könntet ihr auch ein kostenpflichtiges Stockfotoarchiv benutzen und dort eben eine Lizenz kaufen für ein Foto, das ihr zum Beispiel als ein bestimmtes Symbolbild für eure Webseite oder für euren nächsten Flyer verwenden möchtet. Achtet bitte wirklich immer auf die Lizenz, dass ihr die richtige Lizenz kauft oder dass ihr richtig Credits gibt, wie die Lizenz es von euch verlangt. Und es ist leider ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man einfach jedes Foto benutzen darf, wenn man dann einfach die Quelle dazu schreibt. Und das ist nicht der Fall. Also einfach irgendein Foto verwenden und Quelle Google oder Quelle Pinterest dazu schreiben, funktioniert leider nicht. Deswegen habe ich euch vorher ja geraten, im besten Fall macht ihr ein eigenes Bildarchiv, wo klar ist, ihr habt selber die Fotos gemacht und ihr gebt die Erlaubnis, diese Fotos zu verwenden. Plus, wenn Personen abgebildet sind, dass ihr euch da auch die Erlaubnis abholt, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite und könnt wirklich eure Öffentlichkeitsarbeit so gestalten, dass es nach euch aussieht. Für die Erstellung von Grafiken aller Art kann ich euch Canva empfehlen. Das ist quasi so ein Schweizer Taschenmesser. Damit könnt ihr im Browser und in der App Grafiken erstellen, zum Beispiel für Social Media Postings, für Flyer, für Workshop Folien, Präsentationen und so weiter. Man kommt bereits mit der kostenlosen Variante von Canva sehr weit. Falls ihr eine eingetragene gemeinnützige Organisation seid, könnt ihr euch sogar kostenlos die Pro-Version von Canva holen. Wie das genau funktioniert und welche Bedingungen ihr dafür erfüllen müsst, findet ihr im Link. Und auch Videos werden immer wichtiger, vor allem in den sozialen Netzwerken, aber natürlich auch einfach als Medium, um euch besser kennenzulernen, um zu sehen, was macht ihr so, wie laufen eure Aktionen ab, mit wem werde ich es zu tun haben, wenn ich mich bei euch engagiere oder euch unterstütze. Ihr könnt also Videos einsetzen, um zum Beispiel Social Media Postings zu erstellen oder eben zu dokumentieren, was ihr denn macht und das dann zum Beispiel auf YouTube zu stellen. Da mittlerweile die meisten Smartphones schon so gut geworden sind in ihrer Audio- und Videoqualität, reicht es meistens, wenn man einfach das Smartphone benutzt, um diese Videos zu erstellen. Das Stichwort dafür ist Mobile Reporting. Also so nennt man das, wenn man quasi zum Erstellen von einigermaßen professionellen Videos nur noch das Smartphone benutzt.
Wenn ihr Budget habt, dann könnt ihr natürlich auch noch Zubehör dafür anschaffen, zum Beispiel ein kleines Stativ oder ein externes Mikrofon, womit dann die Bild- und Tonqualität eurer Videos noch besser wird. Ihr findet eine Linkliste mit Tools und Tutorials für die Medienerstellung im Kurs.